herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute mit Nebengeräuschen. Lasst euch davon nicht ablenken. Ihr seht, hier sieht es anders aus als sonst. Ja, der Babysitter für die Babys, den gibt es leider nicht. Und da die Tiere noch kein Trockenfutter fressen, was ich durch einen Futterautomaten bereitstellen könnte, muss ich alle beiden Würfe mitnehmen auf Campingurlaub. Ich habe hier drüben schon angefangen zu packen. Kann euch ja mal zeigen, was ich mitnehme. Ich nehme einen Ansatz Mikrowürmchen mit, Artemia-Eier, Luftpumpe, Strom, Lufthebefilter, Heizung, dann das Becken, noch extra Tüten für den Rückweg dann, einen Eimer und die Artemia-Schale. Und für den Transport habe ich hier schon vorbereitet ein Heatpack, was dann hier runterkommt mit Löchern, dass es bis heute Abend hält. Eine Tüte schon doppelt gepackt. Zwei Tüten kommen dann. Dann, ja, Kassenbon. Dann noch ein extra Luftschlauch, den ich mitnehmen muss. Hier habe ich schon Wasser bereitgestellt. Das sind jetzt 5 Liter. Das ist Wasser aus meinem großen Aquarium, da ich nicht weiß, wie dort die Leitungswasserwerte sind. Genau. Und hier habe ich gestern schon den Wasserstand gesenkt, dass ich heute nicht mehr so viel machen muss. Die Luftpumpen sind schon aus. Und ja, die Tiere werden jetzt nochmal gefüttert. Und in 1-2 Stunden werden sie dann verpackt. Und ich wollte euch mal den aktuellen Stand zeigen. Die Tiere sind jetzt genau 4 Wochen alt. Ein bisschen ein paar Tage mehr. Ich glaube, 5 Wochen könnten es schon sein. Ja, müsst ihr nochmal im Kalender schauen. Ihr seht, die sind ganz schön gewachsen. Und sie bekennen Farbe. Zumindest der rote Wurf. Mal gucken, wo man es am besten sieht. Da, bei ihm. Das gesehen? Und da bei ihm. Da ist rot. Die Tiere, wenn ich meinen Finger, der ist gerade an der Scheibe daneben halte. Ne? Meine Finger muss ich auch mal wieder machen, aber vor dem Aquarium. Nee. Genau. Da ist auch schon mehr rot. Da sind schon die Ventralen rot. Und ich füttere die jetzt noch mit Mikrowürmer, weil ich gestern den Artemia-Ansatz schon weggekippt habe. Hätte sich nicht mehr gelohnt. Und ihr seht, die haben schon Hunger, sonst würden sie nicht hier vorne rumhängen. Ich blende euch übrigens die Tage mal auf Facebook ein Bilderrätsel ein, das heißt 2. Und ihr könnt ja mal vorbeischauen, wenn ihr kein Facebook habt, dann könnt ihr trotzdem die Seite aufrufen, die ist in meiner Infobox verlinkt. Die ist öffentlich und da könnt ihr gucken. Was ich noch sagen wollte, bevor ich das vergesse. Die Kaffeekartei wurde leider wegen neuer Richtlinien von Facebook gelöscht. Das heißt, ihr könnt darüber gerade aktuell keine Züchterlisten aufrufen. Das ist sehr schade und wir bedauern das alle sehr, weil es waren, glaube ich, 10 oder 20 Züchter inzwischen, die da mehr oder weniger regelmäßig Tiere gepostet haben. Es ist ziemlich shitty, weil Facebook da jetzt Richtlinien hat, die eigentlich total Humbug sind, aber ja, wir konnten leider nicht alles ändern rechtzeitig und die wurde jetzt gelöscht, dass ihr euch nicht wundert. Ich kann euch aber trotzdem den Link zu der Karte schicken, wenn ihr Züchter in eurer Nähe sucht. Genau, und jetzt kommen wir mal nochmal zu den Simplex-Babys. Die sind jetzt, die sind hier vorne wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht warum. Was mir aufgefallen ist, hier ist auch noch ein Beta-Baby drin, weil ich einmal mit dem Schlauch aus Versehen 2 Fische eingesogen habe und die sind jetzt hier drin gelandet. Und hier ist auch ein Simplex-Baby irgendwo drin. Ja, ich füttere die jetzt und dann gehen sie nachher auf große Reise. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwann demnächst Urlaub und müsst dann nicht eure Fische mitnehmen. Ich wollte euch aber teilhaben lassen, weil das ist das reale Leben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.